Hallo auch von meiner Seite, schön, dass ihr da seid. Ich bin Benny von Andrena Objects. Wir unterstützen unsere Kunden durch Agile Software Engineering und Agile Coaching und ich möchte heute mit euch über Evidence-Based Management, IBM, reden. Das ist ein ganzheitlicher empirischer Ansatz, mit Messen und Metriken umzugehen. Wir werden das nachher noch ein bisschen genauer beleuchten. Ich würde ganz gerne mit einer Frage an euch einsteigen. Was messt ihr denn aktuell? Was sind so die Dinge, die ihr im Moment in eurem Projekt, in eurem Umfeld, wo ihr tätig seid, messt und erhebt? Und da wäre die Bitte an euch, jetzt erstmal die Dinge gleich auf die Post-its zu schreiben, die ihr bei euch habt, und so ein paar Punkte zu sammeln, gerne auch eins pro Post-it, zu sagen, das sind Dinge, die messt ihr aktuell. Und wenn ihr damit so halbwegs durch seid, machen wir es noch einen kleinen Schritt interaktiver. Tauscht euch doch mal mit eurem Nachbarn darüber auf. Was sind die Themen, die ihr messt? Was messt ihr? Gibt es da irgendwie Überlappungen? Was sind eure Erfahrungen damit? Nehmen wir uns vielleicht mal 2, 3 Minuten Zeit dafür. Brauchen wir erst bei der nächsten Frage. Auf der Folie drauf, die läuft doch nicht runter. Wirklich drin, wie viele Kunden sind, aber der geht ein, schwerwiegend.
einen großen Thema angeht. Velocity ist ein Thema. Das sollten wir eigentlich tun, aber machen wir gerade nicht. Genauso mit Happiness. Wir haben tatsächlich mal die Happiness zum Ziel gemacht. Genau, aber auch nicht mehr. Und das sind so technische Sachen, wo wir holen das Produkt noch. Bei den Stakeholdern wird häufiger, bei den Kunden unregelmäßig. Und wir sammeln automatisch Daten an, wie welche Features denn verwendet werden. Und wenn wir da Meldungen verwenden, in die Cloud und können sehen, wie häufig die Solution verwendet werden, wie sie verwendet werden. Nur bei Trump, wir machen die Software für die Maschinen, also in die Maschinen programmiert werden und versuchen da ein bisschen rauszufinden, wie häufig wird ein Feed. Okay. Das finde ich ganz interessant. Wir machen das gut, aber die Kollegin macht das, die hat immer so ein. Okay, danke für den Austausch, den ihr untereinander gemacht habt. Wir werden das gleich nochmal aufgreifen. Entschuldige, falls ich unterbreche. Ich würde gerne noch eine Sichtweise auf dieses Thema Metriken drauflegen, und zwar diese Einteilung, diese Kategorien. Vielen ist das wahrscheinlich schon bekannt. Man kann da noch ein bisschen unterscheiden in Aktivitäten. Sind das Dinge, wo wir Aktivitäten messen, Dinge, die durchgeführt werden, wo es um die Aktivität selbst, aber nicht notwendigerweise oder gerade nicht um das Ergebnis dieser Aktivität geht. Das wäre dann der Output, was dabei rauskommt als direktes Ergebnis von solchen Aktivitäten. Nicht aber die Wirkung, die das Ganze vielleicht beim Kunden bringt. Der Outcome, der Customer Outcome wäre das, was es an der Verhaltensweise des Kunden ändert, was der an Mehrwert hat, was der vielleicht für ein Problem gelöst hat oder wie sein Leben, seine Welt ein Stückchen besser wird. Und dann gibt es noch den Impact, den Business Impact. Was ist denn die Konsequenz dafür für die Umgebung drumherum, aber insbesondere auch für das Unternehmen selbst? Wie kann denn da ein, ich sag mal, Mehrwert entstehen? Oft ist das dann eben Geld, das an der Stelle zurückfließt oder eine Kundenbindung hergestellt werden. Das ist so eine Sichtweise auf dieses Thema, dass ich euch jetzt bitten würde, mal in die Diskussion mit aufzunehmen. Die Metriken, die Themen, die ihr jetzt gesammelt habt, vielleicht mal zu kategorisieren. Wo seid ihr da unterwegs? Sind das Dinge, die passt diese Metrik vor allem in Activities, in Output, in Outcome oder in Impact rein? Es kann sein, dass so ein bisschen verwischt, aber es gibt irgendwie so ein Hauptgebiet. Geht vielleicht nochmal in die Zweier-Dreier-Gruppen, in denen die Diskussion stattgefunden hat, und schaut für die Metriken, die ihr zusammengetragen habt, in welche dieser Kategorien fallen sie maßgeblich hinein. Auch da nochmal so 2-3 Minuten. Das ist auch so, dass er dann irgendwie sich darum
Position oder im Sorgen Wie war bei euch so die Verteilung auf die Kategorien? Was ist euch aufgefallen? Ganz überwiegend Activity und vereinzelt mal Output und Outcome und eigentlich nur einmal so ein bisschen Impact. Okay. Andere Beobachtungen? Sind alle so schüchtern. Bei uns, also bei mir eher weniger Activity, deutlich mehr Output und Impact eigentlich. Mhm. Okay, dankeschön. Also die Bilder, die sich da aufbauen, die sind durchaus recht unterschiedlich. Meistens hat man so Häufungen in zwei Kategorien. Einmal welche, die sich stark hier und hier bewegen, das war das, was du auch beschrieben hast, und dann welche, die vielleicht eine Abdeckung über alle haben. Also hier einiges, aber oft auch hier noch welche, so diese ganzheitliche Sicht da drauf. Das sind meistens so die zwei Gruppen, die man da am ehesten beobachtet. Das hat auch Auswirkungen, je nachdem, in welchen Kategorien man dort unterwegs ist. Wir gucken uns das gleich noch ein bisschen genauer an. Jetzt haben wir uns darüber unterhalten, was wir messen. Die Frage, die man vielleicht dann auch noch stellen sollte, wozu messen wir das denn überhaupt? Was ist der Grund dafür? Das könnte ein Grund sein, beziehungsweise hier fehlt vielleicht der Grund für diese Messung. In der Regel machen wir das nicht aus einem Selbstzweck heraus, sondern um einen Zweck zu erfüllen. Was ist dieser Zweck? Wozu messen wir das Ganze? Da jemand eine Idee? Warum messt ihr? Aus welchem Grund? Zweck? Abweichungen zu erkennen, Trends zu erkennen. Ja, Trends und Abweichungen. Andere Gründe? Gerne messen, wie weit ich mich der Kundenvision Schritt für Schritt nähere. Mhm, auch da der Produktvision, Entschuldigung. Den Fortschritt zu erkennen, ja. Wir da auf einem guten Weg sind, ja. Und, ja, bitte? Auch das kann ein Grund sein, besser vorhersagen zu können, genau, ja, dankeschön. Und insgesamt vielleicht, um eine Transparenz herzustellen. Und diese Transparenz ist wiederum auch kein Selbstzweck. Wir wollen diese nutzen, um was zu erkennen, was zu lernen und dann auch eine Adaption vorzunehmen. Denn sonst wird die Metrik an sich nichts bringen. Wenn wir irgendwie die Transparenz herstellen, aber dann das Ganze ignorieren und nichts anpassen. Das ist der Zweck, um das Ganze ein bisschen besser zu machen. In der Aussage, was wir messen, steckt aber auch schon eine gewisse Wertung. Das sind Dinge, die uns interessieren. Da steckt vielleicht ein strategisches Interesse hinten dran oder ein Fokus. Zumindest könnte es so sein oder es hat immer so ein bisschen den Eindruck. Wenn das eine Metrik ist, die das Management erhebt, dann scheint das irgendwie wichtig zu sein. Be careful what you measure, because this is what you are going to get. Da werden wir später auch nochmal drauf kommen. Klar, eine Metrik zu erfüllen, manchmal gibt es da auch einfache Wege hin. Das Ziel hinten dran, wir wollen, und darauf ziehen wir ab, irgendwie helfen, Wert zu schaffen und erfolgreich zu sein. Darum machen wir das Ganze. Jetzt stellt sich die Frage, was heißt denn Wert und was heißt denn Erfolg? Was ist Wert? Wert ist zum einen das, was beim Kunden ankommt, ein Mehrwert für den Kunden, dass der sein Leben besser wird, dass der ein Problem gelöst bekommt, dass der irgendwas besser machen kann, dass er sich vielleicht irgendwie besser fühlt dabei, das Verhalten des Kunden in irgendeiner Art und Weise zu verändern.
Das zahlt dann wiederum auch auf das Unternehmen, auf die Organisation ein. Irgendwas davon kommt zurück, der Kunde verhält sich anders, der kauft vielleicht das Produkt oder die Dienstleistung oder nutzt das, was ich ihm an Wert geschaffen habe, um andere Dinge zu erwerben, wodurch wir wieder verdienen. Oder es erhöht die Kundenbindung, was halt nachhaltig vielleicht irgendwie dazu führt, dass das Unternehmen wieder davon profitiert. Das können alles Gründe sein. Und dann gibt es vielleicht auch noch einen Schritt weiter, die Auswirkung auf die Gesellschaft. Es kann sein, dass dieser Wert, der geschaffen wird, dafür sorgt, den ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Irgendwie mehr auf Nachhaltigkeit abzielt. Oder wenn wir vielleicht auch auf NGOs oder auf Stiftungen schauen, dann ist deren Ziel, deren Wert hintendran, der entsteht, die Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise zu verbessern, Armut oder Krankheiten zu bekämpfen. Solche Dinge könnten eben da auch im Fokus stehen. Was bedeutet Erfolg für euer Projekt? Wann ist euer Projekt erfolgreich? Wann ist vielleicht auch ein Management damit zufrieden? Wird da auch gern wieder kurz die Möglichkeit zur Diskussion untereinander ermöglichen. Mal 2 Minuten mit dem Nachbarn. Was bedeutet in euren Projekten Erfolg? Ich bin sicher, vieles von dem, das ihr diskutiert habt, ist entweder in dieser Liste oder in der gleich folgenden. Also es geht darum, dass vielleicht in Time, in Budget, der erforderlichen Qualität das Ganze geliefert wurde, dass auch der Scope passt. Das könnten Dinge sein. Das wären Themen, die fokussieren eher auf Aktivitäten oder auf Output.
Und dann gibt es sicherlich auch Erfolgsdefinitionen, wo die sich eher hier unten bewegen, dass es darum geht, den Wert zu maximieren, dass der Kunde zufrieden ist, vielleicht auch eine Mitarbeiterzufriedenheit mit reinzubringen, dass das Ganze qualitativ auch nachhaltig ist und weiterentwickelt werden kann und das vielleicht irgendwie dazu führt, dass Geld verdient wurde oder in Zukunft Geld verdient werden kann. Das sind dann vielleicht Themen oder Erfolgsdefinitionen, die eher auf Outcome oder auf Impact abzielen, rein von der Einteilung her. Okay, dann kommen wir zu Evidence-Based Management, was so ein bisschen einen ganzheitlichen empirischen Ansatz oder Rahmen dafür bietet auf das Thema Metriken und was ich messe und wie ich das Ganze benutzen kann, wirft. Es geht darum, eine Werterbringung für den Kunden und auch die Fähigkeit der Organisation, des Unternehmens irgendwie greifbar zu machen und ein Mittel zu bieten, die auch nach und nach zu verbessern. Evidence-Based Management kategorisiert Metriken und die Sichtweisen in 4 Key Value Areas. Das sind die Bereiche Current Value, Unrealized Value, Ability to Innovate und Time to Market. Wir gucken uns die gleich noch im Detail genauer an. Ist auch alles im Guide beschrieben, das kann man im Netz alles ganz gut nachlesen. Schauen wir mal, was das so alles bedeutet. Gucken uns das genau an. Unten sind mehr so die Fähigkeiten der Organisation, Wert zu liefern, und oben ist mehr so der Wert, der aktuell schon geliefert wird, also die Marktwertschöpfung und die noch geleistet werden kann. Wir werfen einen Blick in die einzelnen Key Value Areas rein und fangen mit dem Current Value an. Das ist der Wert, den die Organisation gegenwärtig an den Kunden liefert. Was steckt da hinten dran? Das Ziel ist, genau diesen Wert zu maximieren und das für Kunden und Stakeholder. Die Fragen, die man diesbezüglich stellen kann: Wie zufrieden sind die Kunden heute? Wie zufrieden sind vielleicht auch die Mitarbeiter? Und wie zufrieden sind auch die Investoren, die Stakeholder? Und während das erste und dritte relativ greifbar ist und man eigentlich recht schnell draufkommt, klar, die Kunden, aber auch die Stakeholder sollten zufrieden sein, muss man sich bei Mitarbeitern vielleicht noch einen Schritt weiter überlegen. Klar, zufriedene Mitarbeiter, die sind dann auch kreativer, motivierter, engagierter, vielleicht auch produktiver im Ergebnis, wenn die Spaß bei der Arbeit haben. Was kann ich dort für Metriken anwenden? Ich kann genau diese Dinge messen. Wie zufrieden sind meine Mitarbeiter? Wir haben das in Projekten gemacht, dass wir es, manche Firmen machen das irgendwie jährlich oder quartalsweise mal zu fragen. Wir haben das häufig jeden Sprint, alle 2 Wochen fragen wir die Teams, wie zufrieden sind die aktuell, um dort eben auch Trends früh erkennen zu können und dann gegebenenfalls darauf reagieren zu können. Was ist denn jetzt der Vorfall, der dazu geführt hat, dass die Zufriedenheit so eingebrochen ist? Da gibt es wohl irgendwie Handlungsbedarf. Oder wir erkennen einen positiven Trend, es wird Stück für Stück besser, vielleicht scheint unser kontinuierlicher Verbesserungsprozess zu funktionieren. Die Kundenzufriedenheit gibt viele Möglichkeiten, das zu messen. Manche davon greifen schneller, andere später. Aber dieses Feedback abzuholen und überhaupt zu wissen, wie ist man denn mit dieser Wertschöpfung unterwegs, da auch vielleicht mit einer möglichst hohen Frequenz, das kann unglaublich wertvoll für die Produktgestaltung sein, dass dieses Feedback dann später auch zurückfließt, zahlt dann wieder auch auf die anderen Key-Value-Areas ein. Manchmal ist das schwierig zu erhalten, wirkliches Kundenfeedback. Es gibt Kontexte, da ist es nicht so einfach. Der Usage-Index, wie interagiert denn der Nutzer mit dem System? Gerade bei IT-Systemen gibt es ziemlich viele Möglichkeiten, da eben auch Daten zu sammeln und das Ganze irgendwie auszuwerten. Das ist oft ein direkterer Weg, den Kundennutzen irgendwie abschätzen zu können. Wenn bei einer Online-Bestellplattform die Prozesse immer abbrechen und der Kunde gar nicht bis zum wirklichen Bezahlen und Bestellen des ganzen Produktes geht, dann scheint irgendwas dann nicht richtig zu funktionieren oder nicht den Wert zu liefern, den der Kunde gerne haben möchte. Wenn da Features dabei sind, die Kunden nie oder sehr, sehr selten brauchen, dann sind das wohl welche, die nicht so viel Wert produzieren. Andere, die dauernd benutzt werden, die erzeugen wohl einen hohen Wert. Andere Punkte, die vielleicht eher als Spätindikatoren dienen, sind Revenue per Employee, wie viel nehme ich denn pro Mitarbeiter ein, so im Verhältnis, oder auch die Product Cost Ratio, so im Vergleich, die Einnahmen zu den Ausgaben, das Ganze ins Verhältnis zu setzen. Das drückt eben auch aus, wie ist der Current Value, wie wertvoll ist denn das, was ich hier mache. Wenn ich da nur drauflege, ist da vielleicht nicht so der große Wert hinten dran. Wie ist so die Herangehensweise? Da sind einfach mal so ein paar Praktiken oder Ideen zusammengeworfen, die in dem Umfeld helfen können, mit
in dem Bereich, in der Key-Value-Area besser zu werden, was sich dann auch in diesen Indikatoren widerspiegeln sollte. Die Usability zu verbessern, um insgesamt den Kundennutzen zu erhöhen, also da vielleicht auch auf die Dinge Wert zu legen, die eine hohe Nutzung beim Kunden haben und die noch besser zu gestalten, weil es irgendwie sehr interessant zu sein scheint. Das Arbeitsumfeld zu verbessern, wenn wir da jetzt mehr auf die Mitarbeiterzufriedenheit schauen, alles, was so in diese Richtung geht, man kann das noch weit fortsetzen. Um da den Kunden besser zu verstehen, arbeiten wir gerne mit Personas, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wer ist denn der Kunde, wie tickt der, wie sieht vielleicht auch seine Nutzerinteraktion mit dem System aus, und diese Journeys anzugucken, um einfach auch zu gucken, welche von den Punkten kann man vielleicht noch wertvoller gestalten. Da kommen wir schon so ein bisschen in das Unrealized Value Key Value Area rein. Und auch die Tracking, die Nutzungsdaten zu erheben und auch auszuwerten, um eben dadurch zu erkennen, wo liegt der Nutzen bei dem, was wir anbieten. Kommen wir zur nächsten Key-Value-Area, Time to Market. Das ist die Zeit, die eine Organisation braucht, neuen Wert zum Kunden zu liefern. Das ist auch genau das Ziel, das hinter dieser Key-Value-Area steckt, diese Zeit zu minimieren, zu verkleinern. Fragen, die ich da stellen kann, ist, wie schnell kann denn neuer Wert geliefert werden? In welcher Frequenz, in welchem Zeitintervall? Das hat zwei Gründe. Das eine ist, wie schnell kann ich neue Informationen verarbeiten und Änderungen vornehmen? Das ist der eine Grund. Ich will auf Veränderungen reagieren. Diese Veränderungen, die passieren ständig. Und nur wenn ich regelmäßig in der Lage bin, auch diesen Wert zu liefern, eine geringe Time to Market habe, dann kann ich auf solche Veränderungen auch schnell reagieren. Und das Zweite, wofür ich das brauche, ist, dass ich dadurch auch lernen kann, dass ich frühe Rückmeldungen bekomme, dass ich auch Experimente machen kann und Dinge ausprobieren kann, um mich dann eben wieder anzupassen aufgrund des Gelernten. Also dieses Lernen ist auch ein wichtiger Punkt dabei. Dafür ist es aber notwendig, dass ich die Dinge nicht nur irgendwie fertig entwickelt habe oder fertig für Betrieb habe und es könnte ausgeliefert werden. Es ist wichtig, dass um dieses Feedback zu bekommen, für den Schritt brauche ich insbesondere, dass es wirklich beim Kunden ankommt. Und wo Scrum über das Dunfen mindestens ein Releasable Product Increment verlangt, das ich zum Kunden schieben könnte, sind wir da schon relativ weit und haben zumindest die ersten zwei Punkte abgedeckt. Um dieses Lernen zu haben, muss es aber auch wirklich beim Kunden ankommen, damit ich dann auch wirklich das Feedback reinarbeiten kann. Und je häufiger das der Fall ist, desto schneller kann ich lernen, desto kleiner können vielleicht meine Experimente sein. Was kann ich dort messen? Was sind Dinge, und das ist vielleicht so die Frage, die ich oft auch stellen muss, die mir dabei im Wege stehen, eine geringe Time-to-Market zu haben, weil ich mich auf andere Dinge konzentrieren muss. Diese Dinge irgendwie transparent zu machen und darüber dann auch angehbar, steuerbar zu machen, das ist oft Ziel dieser Metriken. Ganz offensichtlich sind so Dinge wie Build und Integration Frequency. Wie oft integriere ich denn mein System? Oder später dann auch, wie oft release ich es? Wie oft pro Zeitintervall, sagen wir mal pro Monat oder pro Woche oder pro Tag, je nachdem, wie wir unterwegs sind, schiebe ich dann Dinge in die Produktion, sodass sie wirklich beim Kunden ankommen? Das kann ich messen. Oder wie oft ich es zumindest integriert habe. Ich kann dann auch noch messen, wie lange dauert es denn, nachdem die Entwicklung fertig ist, bis was wirklich rausgehen kann. Insbesondere, wenn das noch eine längere Zeit ist, vielleicht sogar Dinge sind, die irgendwie noch außerhalb des Sprints liegen, weiß ich, dass ich was zu tun habe und dass diese Transparenz echt wertvoll ist, diese Themen anzugehen und das Ganze zu verbessern. Dass diese Zeit kürzer wird, dass ich das öfter machen kann, dass ich das regelmäßig machen kann. Die Mean Time to Recover oder Mean Time to Repair. Wie lange brauche ich denn, wenn ein Fehler in Produktion auftritt, um diesen Fehler zu beheben, um das ganze System wiederherzustellen? Auch das eine essentielle Sache, die ich angehen kann, um besser zu werden. Lead Time und Cycle Time, wie lange ich brauche, wenn ich ein Thema, wenn ich eine Idee habe, bis sie umgesetzt ist, oder wenn ich ein Thema angehe, bis es umgesetzt sind. Auch das kann uns helfen, schneller die Sachen zu liefern, früher Mehrwert zu schaffen, früher zu lernen. Ja, die Herangehensweise, ich versuche Flaschenhälse zu reduzieren, der Automatisierung voranzutreiben, sowohl beim Build als auch beim Deployment, die Wartbarkeit zu erhöhen, technische Schulden abzubauen, alles, was da hinten dran steckt. Und da gibt es viele Mittel und Wege, an den Stellen weiterzukommen. Code-Analyse-Tools oder auch das Vorgehen dabei, um die Qualität zu erhöhen und technische Schulden loszuwerden, ein Monitoring, um eine Reaktionsfähigkeit zu erhöhen, alles, was so unter den DevOps-Praktiken firmiert, kann mir bei diesen Themen echt gut weiterhelfen. Eine Definition of Done zu haben, die entsprechende Dinge auch verlangt oder auch sowas, was ich gerne als Definition of Undone bezeichne, die Dinge, die wir im Moment noch nicht in unserer Definition of Done haben, die aber trotzdem passieren oder vielleicht passieren könnten,
später, die transparent zu machen, die Konsequenzen davon transparent machen, was für Kosten stecken da hinten dran, um einfach damit auch in eine Diskussion für eine Veränderung zu gehen und darauf hinzuwirken, dass die vielleicht perspektivisch drin in so einer Definition of Done landen. Carries Monkey Tests oder Dinge, um einfach auch zu schauen, wie sicher ist denn mein System gegenüber Ausfällen von einzelnen Komponenten und wie schnell ist meine Reaktionsfähigkeit als Unternehmen, als Organisation, um dann auch wieder produktiv werden zu können. Dritte Key Value Area, Ability to Innovate, die Fähigkeit einer Organisation, Neues und Innovatives zu liefern. Und das Ziel da hinten dran ist natürlich auch, diese Fähigkeit zu optimieren, da immer weiterzukommen. Auch da stelle ich mir die Frage, was hindert mich denn daran, was hält mich denn davon ab, Innovation zu erzeugen, an neuen Themen, an neuen Features zu arbeiten? Und auf der anderen Seite, was hindert vielleicht auch den Kunden von dieser Innovation zu profitieren, dass die bei dem wirklich ankommt oder von ihm benutzt werden kann? Was ich dabei untersuchen kann, sind so Dinge wie auch da wieder technische Schulden und wie die sich entwickeln, aber auch die Defects. Das sind alles Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss, nicht an neuen Features arbeite. Der On-Product-Index zeigt mir auf, wie viel meiner Zeit oder die Zeit des Teams wird dann in neue Features, neue Funktionalitäten gesteckt, gegenüber, zunächst mal allem anderen. Was mich noch davon abhält, sind vielleicht verschiedene installierte Versionen. Wenn ich eine App habe, dann gibt es da verschiedene Versionen auf den Handys der Nutzer. Die müssen alle irgendwie weitergepflegt werden, eventuell. Ich habe vielleicht verschiedene Branches und das Merchen von denen verursacht auch immer wieder Aufwand. Der Kontextwechsel dazwischen ebenfalls. Das sind alles Dinge, die mich davon abhalten, an den Sachen zu arbeiten. Jetzt hier mal vielleicht kurz die Frage in die Runde. Wenn ich jetzt diese zwei Aufteilungen habe, da arbeite ich an neuen Features, da erweitere ich die ganze vielleicht für bestimmte Kunden oder Märkte oder sowas. Und das Mittlere ist mehr so Defects, Kämpfen mit technischen Schulden, Komplexität. Was ist besser, A oder B? Warum? Genau. Ja. Definitiv. Wie du sagst, es hängt davon ab, an welcher Stage des Lifecycles sind wir denn gerade. Es kann sein, dass ich hier die Cashcow habe und es vollkommen okay ist, weil ich einfach super viel Wert damit erzeugen kann, das Produkt weiter zu maintainen und weiter zu pflegen und brauche gar nicht so viel neue Features oder Erweiterungen, dass das gar nicht notwendig ist. Also klar, es kommt drauf an. Pauschal kann man es nicht sagen. Nichtsdestotrotz hilft mir die Transparenz, helfen mir die Metriken, da auch in eine Steuerung zu gehen. Ich versuche, die Defekte und die technischen Schulden zu beheben, die Qualität zu erhöhen, bei dem Branching weiterzukommen, das Ganze besser zu machen, auch durch infrastrukturelle, architektonische Veränderungen. Das mag da alles mit einzahlen, um das Ganze besser hinzubekommen. Auch da wieder das Thema Automatisierung, um damit insgesamt besser zu werden. Kommen wir noch zur vierten Key Value Area. Unrealized Value, das ist der Wert, den ich in der Zukunft über die Zeit hinweg eventuell oder hoffentlich noch ermöglichen kann. Das Ziel ist natürlich auch da wieder die Maximierung. Was schaue ich mir dafür an? Welcher zusätzliche Wert kann am Markt erzeugt werden? Was ist vielleicht der Unterschied, wo die Kunden noch mehr profitieren können? Um dann eben auch schauen zu können, wo lohnt es sich dann noch weiter rein zu investieren? Wo lohnt es sich Aufwand zu betreiben oder zu investieren in die Erkundung von in neue Themen, wo Wert drinstecken könnte? Da werfe ich auch den Blick hin. Was ist User- oder Customer-Satisfaction-Gap? Wo sind die noch unzufrieden? Wo könnte da noch Mehrwert geliefert werden? Wo sind vielleicht auch noch neue Märkte, neue Kundenfelder, die ich untersuchen könnte? Was macht vielleicht der Mitbewerber und wie ist mein Anteil am Markt, den ich haben möchte? Auch da kann ich noch weiter optimieren, das Marktsegment zu vergrößern. Die Herangehensweise habe ich hier mal unter Marktforschung zusammengefasst. Da steckt natürlich viel drin. Und was mir helfen kann, sind viele Dinge aus dem Lean UX, aus der Product Discovery, um einfach da zu schauen, wie kann ich einen Mehrwert generieren in den verschiedenen Stufen oder vielleicht auch neue Probleme lösen, mit Hypothesen arbeiten, mit Tests arbeiten, AB-Tests arbeiten oder Factors, um einfach zu schauen, wo lohnt es sich weiter zu investieren, wo möchte ich weitergehen, was könnten vielleicht noch neue Werte sein, die ich in der Zukunft schaffen möchte. Manche von den Indikatoren sind vielleicht eher Leading, andere sind vielleicht eher Lagging. Leading sind Frühindikatoren, die mir sehr schnell ein Feedback geben, wo ich unterwegs bin und damit auch eine schnelle Reaktion ermöglichen. Inspect und Adapt geht da sehr schnell. Lagging sind eher so Spätindikatoren, die oft dann im Nachhinein sind, wo ich natürlich auch eine Steuerung, aber vielleicht eher eine langfristigere Steuerung vornehmen kann, weil ich sie nicht so schnell erheben kann. Manchmal liegt das auch einfach in der Natur des Indikators. Bei manchen Indikatoren ist es aber so, dass es nicht von sich aus Leading oder Lagging sind, sondern dass es einfach davon abhängt, wie oft ich die messe und erhebe.
Nehmen wir mal das Beispiel Mitarbeiterzufriedenheit. Wenn ich da einmal im Jahr frage, wie zufrieden die Mitarbeiter sind, dann ist das sehr lagging, dann ist das ein sehr spätes Feedback und ich kann nicht schnell darauf reagieren. Wenn ich das aber täglich abfrage, es gibt Unternehmen, die haben einfach so einen Knopf an der Tür am Ausgang, wo ich sagen kann, heute war gut, heute war nicht so gut oder heute war mittel, dann kriege ich da relativ schnell ein Feedback auf einer täglichen Basis und dann kann ich das sogar als Leading-Indikator benutzen, um da auf einer recht hohen Frequenz zu steuern. Die Dauer der Entscheidung, die hängt dann natürlich auch davon ab, wann ich diese Information, wie häufig ich diese Information bekomme. Und im Chaos Report ist da auch zumindest mal eine Korrelation zu erkennen zwischen einer guten Decision Latencies, haben sie genannt, und einer nicht so guten, wie sich das auf die Projekterfolge auswirkt. Und ich denke, das Ganze spricht an der Stelle für sich. Wie arbeite ich jetzt mit dem IBM? Die Idee hin dran ist, dass man, und das ist, glaube ich, nichts Unerwartetes, das irgendwie sehr regelmäßig macht und dann auch immer wieder schaut, wie kann man an den einzelnen Themen arbeiten und weiterkommen. Man fängt mal an, sich Metriken auszusuchen, zu identifizieren, die man nehmen möchte und fängt an, diese zu messen. Das ist mal so die Baseline, die man schafft, Grundlage, die man schafft, als Vergleichswert, über den man jetzt mit der Zeit auch schauen kann, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Dann wählt man sich eine Key-Value-Area oder zwei, nicht zu viele nehmen, irgendwie fokussiert vorgehen, dass man die Ergebnisse eben auch zurückführen kann auf die Aktionen, die man gemacht hat, aus, die man verbessern möchte und überlegt sich, mit welchen Maßnahmen, Praktiken man das angehen möchte. Auch da wieder Fokus auf ein paar gezieltere, wenige, dass es nicht zu viele werden. Diese Experimente dann durchführen und dann natürlich die Ergebnisse evaluieren. Was kommt dabei raus? Hat es geholfen, in der Key-Value-Area besser zu werden, auf die wir uns konzentrieren wollen, um da ein wenig überraschend das Ganze zu wiederholen? So ein paar Dinge, die man vielleicht beachten sollte. Korrelation und Kausalität sind an der Stelle zu unterscheiden. Wenn wir uns angucken, es gibt Studien, die zeigen, dass in Regionen, wo es sehr, sehr viele Störche gibt, auch die Geburtenraten sehr hoch sind. Man könnte da Kausalität hineininterpretieren, vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass beides in ländlichen Gegenden passiert. Das wäre dann nur eine Korrelation. Den Hawthorne-Effekt beachten. Hawthorne-Effekt, in den 1920er wurde eine Studie gemacht in den Hawthorne-Werken. Da sind Wissenschaftler hingekommen und wollten dort die Fertigung, die manuell stattfand, irgendwie optimieren und verbessern und haben Untersuchungen gemacht, indem sie Licht an den Arbeitsstationen verbessert haben, dass da viel mehr Licht war. Die haben auch festgestellt, das funktioniert viel besser, wenn die besser beleuchtet sind, läuft da alles schneller. Was dann aber eigentlich und auch der benannte Effekt ist, das große Learning und die Überraschung dabei war, auch die, bei denen das nicht verändert wurde, nämlich die Kontrollgruppe, sind auf einmal besser und schneller geworden. Und da haben sie sich gefragt, wieso passiert das denn? Und was sie dann rausgefunden haben, ist einfach dadurch, dass dort Wissenschaftler hingekommen sind, sich die Arbeit angeguckt haben und so weiter, durch das Messen des Systems fand da schon eine Veränderung statt, in dem Fall eine positive Veränderung. Und auch dessen muss man sich bewusst sein, dass es solche Effekte gibt. Wer kennt das Zitat? Die Messung ist zwangsläufig mit einer Störung, Veränderung verbunden. Das ist aus der Heisenbergschen Unschärferelation, genau. Und natürlich gilt das, was wir gerade gesehen haben, dann auch im Makroskopischen, nicht nur in Quanteneffekten. Da muss man dann auch aufpassen. Das kann auch sein, dass da insbesondere, wenn eine Incentivierung stattfindet, wenn da ein Bonus dranhängt, dass es zu sehr negativen Effekten kommt. Man bekommt, was man misst. Und wir hatten mal mit einem indischen Team zusammengearbeitet, oder eine Firma hat mit einem indischen Team zusammengearbeitet und die hatten die Maßgabe bekommen, dass wenn ein Fehler in deinem Code auftaucht, dass du dafür verantwortlich bist und dann wurden die irgendwie bestraft, die Kollegen dort. So hat das Team dort gearbeitet. Nichts, was wir so machen wollten. Das hat dazu geführt, dass der Fehler dir angelastet wurde, wenn auch später jemand was an dem Code verändert hat. Und die Konsequenz davon war, dass wenn du mich jetzt gefragt hast, hier, hab da eine Funktion, die brauchst, die du auch schon geschrieben hast, die würde ich gerne wiederverwenden. Ja, kannst du machen, aber schreib nicht in meinem Code rum. Kopier dir das Ding. Die hatten ein Riesenmaß an Code-Duplikationen, weil keiner erlaubt hat, den eigenen Code zu verändern. Und das war natürlich nicht das, was dadurch intendiert war. Anderes Beispiel, klar, wenn ich da irgendwie noch einen Bonus dranhänge, dann wird diese Metrik verfälscht. Das ist Gaming. Es wird versucht, die zu einem eigenen Vorteil zu manipulieren. Auch da wieder ein schönes Dilbert-Beispiel dazu.
Genau, fassen wir das Ganze zusammen. Wir haben uns diese vier Key Value Areas aus dem Evidence-Based Management angeschaut. Current Value ist der Wert, den wir aktuell schon zum den das Unternehmen aktuell schon zum Kunden bringen kann. Jetzt werfen wir den Blick drauf, was sind vielleicht zukünftige Werte, Unrealized Value, den es gilt auch noch zu heben, um vielleicht da neue Potenziale noch entfalten zu können. Um die auch wirklich umsetzen zu können, brauche ich natürlich eine Ability to Innovate. Ich muss die Möglichkeit haben, auch an diesen neuen Themen, neuen Features zu arbeiten. Und dann, das spielt da auch mit ein, dann diese auch schnell zum Kunden bringen können. Time to Market. Wir haben vorhin auch noch die Kategorien, das Bild da drauf gehabt. Activities, Output, Outcome und Impact. Auch da eine ganzheitliche Sichtweise. Auch die Metriken, die wir uns jetzt angeguckt haben, die sind nicht alle irgendwie ein Outcome-Impact. Die verteilen sich ziemlich quer über alle von diesen vier Kategorien. Aber es ist halt wertvoll, einfach auf das ganze Bild zu schauen, sich zu überlegen, wo möchte man diese Verbesserungen erzielen. Vielleicht abschließend noch so ein paar Hinweise dazu, den Erfolg zu messen, lieber auch mal oder gerade wo es noch nicht so stark ist, auch auf Output, auf Outcome und auf Impact zu schauen, wenn das noch nicht so stark der Fall ist. Fokussieren, die Ergebnisse zu verbessern, da kann IBM eben auch helfen, möglichst viel zu lernen und auch früh zu lernen. Lieber erstmal was tun, als Angst davor zu haben, jetzt irgendwie aus Angst nichts zu tun. Einfach anfangen. Und ruhig auch klein anfangen, denn das kann schon helfen, mit dem ganzen Thema weiterzukommen. Da braucht man keine großen Tools für, das kann relativ einfach sein, mit dem Thema loszulegen. Vielen Dank. Dankeschön, Benny. Ein sehr umfassender Überblick in nur 40 Minuten. Gibt es Fragen oder... Danke für den Vortrag. Trifft gerade ein paar Gedanken, die ich in den letzten Tagen und Wochen hatte. Wenn man über Product Discovery nachdenkt, haben wir uns oftmals gefragt mit Kollegen, wie kriegen wir das rein, dass wir eine stärkere Discovery-Orientierung in Scrum-Teams zum Beispiel haben. Und dann stolperst du auch sehr schnell über Outcome und über die Frage, gucken wir uns zum Beispiel in Sprint-Reviews überhaupt Outcome-orientierte KPIs an oder gucken wir da nicht Velocity und Co. eigentlich streng nur auf Output-orientierte KPIs. Das in Verbindung mit Leading and Lagging Indicators führt zu meiner These, Outcome-orientierte KPIs sind tendenziell immer Lagging-Indicators. Frage, die mich gerade umtreibt, wie kriegen wir eine Fokussierung hin, dass wir sehr eng an diesen Outcome-orientierten, aber trotzdem Lagging-Indicators arbeiten und quasi trotzdem noch eine Korrelation zu den Experimenten hinkriegen und Wetten, die wir da gerade überprüft haben? Also ich glaube, eine Herangehensweise ist, die Lagging-Indikatoren möglichst hochfrequent zu messen. Vielleicht schafft man ja einige von denen innerhalb von 2 Wochen zu erheben. Oft sind da auch technische Hilfsmittel oder organisatorische Umstellungen notwendig, um das irgendwie häufiger hinzubekommen. Es kann sein, dass man manche von denen besser greifbar machen kann. Was du gesagt hast, Outcome und auch Impact-Metriken im Review anzuschauen, also wir machen das in einigen Projekten. Das ist super wertvoll, die richtigen Fragen zu stellen, um die Entscheidungen zu treffen, wie wir an der Stelle weitermachen, in welche Richtung wir gehen, würde ich mich nur auf jeden Fall für aussprechen. Manche kann man vielleicht nicht alle paar Wochen erheben und wenn die längerfristiger sind, dann bringt man sie zumindest dann mit rein, um dann auch wirklich zu schauen, was heißt das denn für die nächsten Schritte, die man gehen möchte. Ich glaube, es war eine recht allgemeine Antwort, aber ja. Noch Fragen? Dann nochmal danke. Eine kleine Aufmerksamkeit von Cybert Media für deine Mühe und für deine Zeit, die du aufgewendet hast. Und nochmal vielen Dank. Dankeschön. Danke euch.